Herzlich willkommen zu meinem Video. Es handelt sich heute um Homonyme, also um Wörter, die gleich geschrieben werden, aber unterschiedliche Bedeutungen haben können. Manchmal ändert sich dann mit der Bedeutung auch der Artikel oder die Pluralform. Ich bin Gisela Darra, Deutschlehrerin und Buchautorin. Und die Wörter, um die es heute geht, lauten Becken, Fliege, Grund, Tau und Absatz. Das erste Wort, um das es hier geht, ist das Becken. Hier in anatomischer Bedeutung. Das Becken ist ein Teil des Skeletts, also der Knochen, und es umschließt Organe und den Darm. Bei einem Sturz zum Beispiel kann man sich das Becken brechen. In der zweiten Bedeutung hat das Becken mit Musik zu tun. In der Musik ist ein Becken ein Instrument. Es besteht aus zwei Metallscheiben, die gegeneinander geschlagen werden. Das Becken hat noch eine dritte Bedeutung. Da ist es ein Behälter für Wasser. Zum Beispiel im Schwimmbad das Schwimmbecken, im Badezimmer das Waschbecken oder das Toilettenbecken. Unser zweites Wort, das wir betrachten, die Fliege, die Fliegen. Die Fliege ist ein Insekt, das ihr alle kennt. Es ist auf der ganzen Welt verbreitet. Fliegen können sehr lästig werden, weil sie sich zum Beispiel auf Lebensmittel setzen oder uns im Schlaf stören. Eine ganz andere Bedeutung von Fliege ist die Fliege als Kleidungsstück. Da hat sie nur eine leichte Ähnlichkeit mit dem Insekt, nachdem sie benannt wurde. Sie wird von Männern zu Festlichkeiten getragen. Wort Nummer 3, der Grund. Ein Synonym für Erde. Die Erde, in die ich etwas pflanzen kann. Die Erde ist die Grundlage allen Lebens. Aus ihr wachsen die Pflanzen und von denen wiederum leben wir Menschen und Tiere. Das Wort Grund für Erde ist in Komposita, wie zum Beispiel das Grundstück, der Grundbesitz, die Grundsteuer und in dem Ausdruck Grund und Boden zu finden. Der Grund, ein Synonym für Ursache. So wie die Erde die Ursache allen Lebens ist, bedeutet der Grund auch im abstrakten Sinn die Ursache für etwas. Hier sind ein paar passende Situationen und Sätze. Warum hast du das getan? Aus welchem Grund hast du das getan? Nenne mir einen Grund, warum ich dir helfen sollte. Aus diesem Grund kann ich leider nicht zur Familienfeier kommen. Ich finde, das ist kein triftiger Grund. Unser Wort Nummer 4, Tau. Hier auf dem Bild seht ihr das Tau, ein dickes Seil. Der Tau, Feuchtigkeit am Morgen, sind kleine wie Wassertröpfchen, aber es ist morgens, da liegen oft Tautropfen auf den Gräsern und Blättern. Sie entstehen aus der Luftfeuchtigkeit, ohne dass es geregnet hat. Wort Nummer 5,
Absatz. Ihr seht hier zwei Bilder. Der Absatz am Schuh. Der Absatz befindet sich an jedem Schuh unter der Ferse. Es gibt Schuhe mit normalem Absatz und mit hohem Absatz. Die zweite Bedeutung von Absatz. Der Absatz ist Teil eines geschriebenen Textes und beginnt jeweils mit einer neuen Zeile. Jetzt beginnt ein neuer Absatz. Bitte lesen Sie den zweiten Absatz noch einmal. Nach diesem Satz mache ich einen Absatz, um einen neuen Gedanken auszudrücken. Eine dritte Bedeutung von dem Wort Absatz, der Verkauf von Waren. Im Bereich Wirtschaft bedeutet Absatz den Verkauf von Waren. Man spricht von einem guten oder schlechten Absatz. Auch in Composita kommt das vor. Die Absatzzahlen sind dieses Jahr nicht so gut. Letztes Jahr waren sie noch ausgezeichnet. Die Regierung sucht nach neuen Absatzmärkten in Afrika und Asien. So viel für heute zu Homonymen. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal. Ich freue mich auch sehr über jeden Kommentar. Was hat dir gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen, das möchte ich gerne wissen. Viel Erfolg beim Lernen wünscht euch eure Gisela.